der kompakteste und kleinste Actros der Welt auf Morelo Empire Liner. Und dieses Fahrzeug hier wird freigegeben. Dem Matthias blutet das Herz. Das hier war das Ausstellungsstück auf dem Caravansalon. Es hat um die 1000 Kilometer drauf und ist gerade mal vom Caravansalon hierher gerollt, stand jetzt ein Jahr lang in der Ausstellung. Denn ich grüße dich, Matthias. Grüß dich, hallo Sven. Happy Birthday, Matthias. Du hast heute Geburtstag. Dankeschön. Ja, drehst mit mir das Video und dann hast du gesagt, jo, mach ich. Hast vorher noch eine Wasserpumpe entsprechend repariert. Denn du hast bei Knaus mal angefangen in der Fertigung, kennst dich sehr gut aus, hast da jahrelang gearbeitet und man kann mit Fug und Recht behaupten, du hast ganz viele Wohnmobile schon selber mit deiner eigenen Hand gebaut. Ja, das ist ja einige Jahre schon her, das stimmt. Ich habe einige Jahre auch die Werkstatt noch geleitet, so bis vor 12, 15 Jahren und ja, mittlerweile, darf ich auch verkaufen. Darfst auch verkaufen. Du bist hier der Geschäftsführer einer der. Felge und Wels steht auch drauf. Und das hier, deswegen meine Frage mit Knaus, ist der gut verarbeitet? Ja, fantastisch. Also wir werden ja gleich ein bisschen schauen dürfen die ganzen Dinge auch erklären können. Das ist was Besonderes. Komm, wir gehen mal nach vorne. Dann schauen wir uns hier mal an. Wenn du mal gerade das Datenblatt mitnimmst, bitte, Matthias, sei so nett. An deinem Geburtstag. Wir dürfen zwar nicht sagen, wie alt du geworden bist, aber ihr könnt mal schätzen, denn du hast eine Verschattung an deinem Gebäude prozentual eingestellt. Wie viel Prozent sind es denn? 56. 56%, was auch immer das jetzt bedeuten mag zu deinem Alter. Du fühlst dich aber nicht so, oder? Überhaupt nicht. Wir sprechen nicht drüber. Gut, komm, wir gehen mal zurück. Eine Besonderheit, wir haben Anti-Splash-Reifen drauf. Das werden wir euch gleich mal beschreiben. Das ist was ganz Besonderes, denn bei dieser Größe kann man nämlich eine ganze Schulklasse nass spritzen, wenn man irgendwie rüberfährt. Das Auto ist genial motorisiert, 18 Tonnen, 400 PS, neueste Technik drunter. Dir blutet ein bisschen das Herz, weil du wirst ihn abgeben zum Preis 2022. Da hat sich ein bisschen was geändert, oder? Ja, erstmal das. Die Autos sind natürlich teurer geworden, werden auch aktuell noch teurer. Es ist halt so, dass wir mit dem Actros halt das Modell Baureihen, ja, Aufzählung bei Morelo haben, was am begehrtesten ist, wo die längsten Lieferzeiten drauf sind, wo wir ja unheimlich lange drauf warten und deswegen haben wir auch im letzten Herbst entschieden, dass wir den ein gutes halbes Jahr in der Ausstellung behalten, ihn zeigen, vielleicht auch für eine kleine Probefahrt mal nutzen können, sodass wir da so in der Lage sind, auch dem Kunden, der sich für sowas interessiert, dann auch einen Wagen zeigen zu können. Jetzt verkaufen wir ihn. War der jemals zugelassen? Nein. Ich bin also der erste Kunde im Brief, wenn ich ihn kaufen würde? Genau. Ich kaufen aber nicht. Kein Mietwagen, kein Vorführwagen, keine Zulassung, erster Besitzer. Also ich sage nämlich deswegen, ich kaufe ihn nicht, weil der ist für einen deiner Kunden schon reserviert, so kann man sagen, der sich dafür interessiert. Es gibt noch keinen festen Interessenten, das weiß auch noch keiner, weil offiziell haben wir das noch gar nicht verkündet. Er ist vor kurzem erst bei mobile.de eingestellt worden. Die Lieferzeit, wenn man ihn neu bestellt, ich glaube im Moment 2,5 Jahre. Ja, da sind wir etwa bei 2, 2,5 Jahren. Der Actros ist, wie ich eben schon gesagt habe, halt das Modell, was vom Chassis her und auch vom Aufbau her das begehrteste ist. Und wir haben da leider lange Lieferzeiten drauf. Oh, es sind viele Extras drin. Kleines Extra sind natürlich die ganzen Assistenzsysteme. Das Logo ist beleuchtet, kann man jetzt nur ahnen, es ist schon an. Genau, abends ist das natürlich dann heller. So, das Ganze wird in Franken gefertigt, in Bayern, und ist eine Manufakturfertigung. Und nur jedes 10. Auto ist ein großer Liner in der Fertigung im Moment. Also 9 sind kleiner, jedes 10. Auto ist etwas größer. Als Morelo gesagt hat, wir bauen jetzt große Fahrzeuge auf Actros, was hast du dir gedacht? Ja, es war ja auch für uns ein ganz neues Produkt, eine neue Linie, angefangen mit dem Grand Empire und dann jetzt hier mit dem Empire Liner als Nachfolgemodell. Ist eine ganz neue Klasse und vor allem eine sehr interessante Klasse, weil wir ja gerade bei diesem Modell mit genau 10 Meter Länge
noch ein kompaktes Fahrzeug haben und trotzdem vom Chassis her ja das das Beste, was ja das Beste, was der Markt im Moment anbietet, nämlich den Mercedes Actros. Ja. 18 Tonnen, über 6 Tonnen Zuladung. Das heißt also, dieses Fahrzeug hier ist technisch nie überladen, denn ich wüsste gar nicht, wie ich hier 6 Tonnen reinpacken kann. Du kannst den Gastank voll machen. Er hat große Wassertanks mit drin, 600 Liter? 560 Liter Frischwasser, 390 Liter Diesel. Er hat eine unheimlich große Elektroanlage, die wir uns gleich noch anschauen, wo wir also von Anfang an von der Konfiguration her auch schon darauf Wert gelegt haben, völlig autark zu sein, mit fast 1400 Amperestunden, mit einer großen Solaranlage, also wirklich sehr gut ausgestattetes Fahrzeug mit einer völlig autarken Versorgung. Ja, Anti-Splash, ich habe es eben schon gesagt, aber das Besondere sind nicht die Anti-Splash-Reifen, sondern die tollen Felgen von Alcoa. Ich glaube, allein die kosten rund 10.000 Euro. Ich habe den Preis nicht ganz genau im Kopf, aber kostet ein paar tausend Euro, ja. Ist aber für mich unabdingbar beim Wagen, der so viel darstellt, dass es dann auch entsprechend mit einer Aluminiumfelge versehen ist. Komm, wir gehen mal einen Schritt zurück, dass wir mal das ganze Schauspiel von der Seite, der sonnenabgewandten Seite sehen. Und da siehst du, die Klappen sind schon ganz anders. Das ist jetzt nichts gegen Palace oder Home oder Loft. Das ist eine ganz eigene Klasse. Genau, das ist eine eigene Klasse. Wir haben hier diese sogenannten Busklappen, wo im unteren Bereich dann die Unterflurverbauung zuzugreifen sind, die Entsorgungsschläuche an den Gastank, Dieseltank etc. Und im oberen Bereich dann diesen durchgehenden Doppelboden, der dann durch diese Busklappen, die nach oben wegschwenken, halt sehr komfortabel zu bedienen sind. Das Ganze wird in einer tollen Qualität gefertigt. Du hast die neue Straße ja gesehen. Gibt jetzt neue Zellen, CNC-Fräszellen, die in Kürze in Betrieb gehen werden. Das ist auf dem Millimeter gefertigt. In einer Qualität, ja, sag mal, früher nicht gebaut in den 80ern. Das ging gar nicht, oder? Ja, das ging natürlich gar nicht. Und wir haben jetzt bei dem Wagen durch diese vielen, vielen Jahre bei Morello auch schon die diese Fertigungstiefe, die Qualität, die es früher einfach nicht gab. Das kommt natürlich auch durch die Stückzahlen. Morello geht ja jetzt in diesem Jahr auf 600, knapp 600 Fahrzeuge und hat da natürlich auch durch die Stückzahlen dann die entsprechende Qualität bei den Einzelstücken. Und ich glaube, bei dem Wagen sieht man es wirklich ganz genau, wie perfekt hier das Handwerk ausgeübt wird. So, es gibt einen Zwischenrahmen hier. Was ziemlich toll ist, dass der Fahrzeugbau fix und fertig auch von Partnern aus der Nähe durchgeführt wird, von absoluten Fahrwerkspezialisten. Ja, genau. Das Fahrwerk selber wird ja bei der Firma Meyer gefertigt, vorbereitet für die Produktion und dann entsprechend in Schlüsselfeld bei Morello aufgebaut. Und das ist ja über viele, viele, viele Jahre jetzt schon erprobt und immer weiter verfeinert worden, immer weiter versucht worden, dort Gewichtsstabilität, letztendlich auch diese ganzen Anbaupunkte zu optimieren, sodass also auch wenig Verwindungsgeräusche oder auch Verwindungsbewegungen entstehen. Das bringt halt dann auch diese sehr laufruhige Fahreigenschaft und Verwindungssteifigkeit, die einfach wichtig ist beim Reisemobil. Ja, alles Wichtige ist hier rein konfiguriert worden. Schönes Detail hier sind elektrische Schieber mit Kamera. Das heißt, zur Entsorgung muss ich nicht mehr aussteigen. Genau, das geht alles vom Fahrersitz aus. Ich habe eine Kamera, die mich genau über den Abwasserstutzen am Stellplatz führt, navigiert, und dann kann ich vom Fahrersitz aus die Ventile öffnen. Zuerst den Fäkaltank, dann den Fäkaltank danach mit der Umwälzpumpe, mit der Lenzpumpe, die hinten zu sehen ist. Das ist dieses Teil mit dem Messingunterbau. Da wird dann praktisch Abwasser nochmal in den Fäkaltank gepumpt.
dann nochmal zum Brechen, Reinigung, zum, ja. zum Spülen, zum Reinigen, genau, um die letzten Reste dann auch rauszuspülen und ja, und zum Schluss dann Restabwasser entsorgen und dann hat man ja alles vom Fahrersitz aus realisiert. Die alte 3030, die Weiterentwicklung. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine alte 3030 und ich habe das Gefühl, sie ist noch leiser geworden, noch interessanter ist natürlich die Nachrüstmöglichkeit, dass du diese tolle Warmwasserheizung, das heißt, das ganze System ist mit einem Doppelboden versehen, wie alle Morelos, wo alle Tanks und alles innenliegend ist. Das heißt, hier gibt es keine Außentanks, bis auf den Dieseltank und den Gastank. Aber zum Beispiel Wasser, Abwasser, alles innenliegend, absolut fest, ist winterfest, das Fahrzeug. Ja, also gerade die Empire Liner Baureihe hat ja nochmal dickere Wände und Decken-Sandwich-Platten. Die sind noch dicker wie die normalen, ja, gell? Und hat dadurch dann natürlich dann also eine absolute Winterfestigkeit, ja, die aber bei allen Morelo-Baureihen ja wirklich ja, Novum ist, beziehungsweise seit vielen Jahren auch so schon ausgestattet ist. Ja, du hast eben eine kleine Feier. Es gab Pulled Pork. Du hättest die auch hier in der Garage feiern können, die Feier. So groß ist die. Ja, ist die große Roller-Fahrradgarage. Von beiden Seiten sehr gut zu beschicken. Also man kommt gut ran. Man hat auch guten Zugriff hier zu den entsprechenden technischen Einbauten. Hier sehen wir also dieses große Kombiladegerät von Büttner. Dahinter dann diese vier riesen Lithium-Batterien, also das ist wirklich ein absolutes Kraftwerk. Rechts dann nochmal die Elektrobox. Warte, wir gehen mal rum. Das Spannende ist, die Super Besen, der zertifiziert, aber das ist schon die neue Generation, 340 Amperestunden pro Batterie mal 4. Wir haben es eben ausgerechnet, ich hatte einen Fehler gehabt, du hast es richtig gerechnet. 1300? Knapp 1400 Amperestunden, also wirklich ein riesen Energievorrat, der also gerade bei so einem Wetter wie heute natürlich von den 6 Solarzellen auch perfekt beschickt wird, sodass man also wirklich sagen kann, mit so einem Fahrzeug steht man absolut autark, da braucht man keinen Stromanschluss über viele, viele Tage. Innen drin kommen wir ja gleich noch zu den Kücheneinbauten und so weiter, die dann auch alle auf Elektro laufen, sodass dann ja, der Gastank eigentlich nur für die Beheizung der Heizung. 150 Liter Gastank, überleg mal, plus eine Dieselstandheizung ist auch noch mit drin, die ich dann an die alte anschließen kann. Ja, die Dieselstandheizung ist ja deswegen drin, um einfach auch nochmal eine zweite Energieform zu geben. Also wenn jetzt Gas ausfällt, beziehungsweise auch vielleicht Gas mal leer sein sollte, hat man halt über die Dieselstandheizung sehr, sehr schnell heiße Luft und Wärme einmal im Frontbereich, dort wo es dann im Winter auch von der Kältebrücke her am ehesten notwendig ist, wenn man morgens aufwacht, um die Scheibe frei zu blasen und so weiter, und macht so den Wagen also mit diesen zwei Heizsystemen natürlich auch ideal für die exzessiven Wintercamper. Ja, Rundumkamera, Rückfahrkamera, Dual-Rückfahrkamera mit der Funktion, dass ich den als Rückspiegel verwenden kann während der Fahrt. Aber diese Rundumkamera, das ist ja bei so einer tollen Fahrzeugklasse fast eine Garantieversicherung gegen böse Schäden, die man wahrscheinlich hätte vermeiden können, wenn man sie gehabt hätte. Das heißt, die zahlt sich im Regelfall schon aus, oder? Ja, das ist die Birdview-Kamera, Vier-Seiten-Kamera, die praktisch ja, dem Fahrer selbst beim Abbiegen eine sehr schöne Draufsicht bietet, die gute Übersicht bietet beim Rangieren auf großen Parkflächen, wo man vielleicht auch mal was übersieht oder wenn man jetzt irgendwo genau einparken muss. Also ich bestelle eigentlich für diese Fahrzeuge dies extra immer mit, weil das ein absolutes Sicherheitsmerkmal halt auch ist. Ja, du hast ihn schön vollgepackt, aber er stand ja auch auf der Messe so. War das dein Fahrzeug, was du konfiguriert hast für die Messe? Und ich sag mal, Morelo hat dich gefragt, hör mal zu, können wir den nicht haben für die Messe? Das ist schon also ein sehr, sehr pragmatisch und vernünftig ausgestattetes Reisemobil. 150 Liter Gastank. Bei Empire natürlich immer Echtglasfenster an der Seite, also die wiegen ein bisschen was, aber das merkst du später bei der Spritrechnung gar nicht. Der fährt sich vom Spritverbrauch fast wie ein Fiat Ducato. Ja, der braucht gar nicht so viel, also um die 20 Liter ist realistisch. Kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, auf die Fahrweise, auch auf die, ja, sagen wir mal, letztendlich dann eine volle Beladung, aber
Der Actros hat einen extrem wirtschaftlichen Verbrauch, so dass man also wirklich sagen kann, der verbraucht eigentlich praktisch nicht viel mehr als 7,5 Tonnen. So, hier sieht man eine Betterweiterung, die ich exzessiv genutzt habe im Urlaub. Ich habe nämlich vorne geschlafen, damit meine Frau länger schlafen konnte. Ja, hat die dann hinten geschlafen und man kann mit diesem festen Brett, was mit dabei ist, ist optional, und der Tischabsenkung wahrscheinlich, du wirst mich gleich korrigieren, ein richtig großes Bett vorne machen, oder? Ja, also 4 Personen ist überhaupt kein Problem. Wir haben also den Wagen vor knapp 3 Jahren bestellt. Genauso wie vor 3 Jahren bestellt? Genau, knapp 3 Jahren, und haben, wie gesagt, jetzt dann auch direkt in dieser nahezu Vollausstattung so konfiguriert, so bauen lassen. Und da war mir halt wichtig, dass man auch zu viert fahren kann. Das ist ein 2-Personen-Reisewagen, ja, ganz klar. Aber wenn man jetzt mal Enkelkinder hat oder ein befreundetes Ehepaar oder man will getrennt schlafen, muss getrennt schlafen, weil der andere krank ist oder länger schlafen möchte, dann ist das mit diesem Bettumbau vorne problemlos möglich. Also 1400 Amperestunden fast. Dazu eine Stromentnahme 300 Ampere pro Batterie, macht 1200 Ampere zeitgleich. Das ist schon richtig viel Energie, die ich zur Verfügung habe. 2 Klimaanlagen sind hier verbaut, das macht auch Sinn. Dadurch kann ich jede Menge Energie sparen, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte nur den Schlafbereich gekühlt haben. Und eine dedizierte Klimaanlage, das sehen wir gleich, die kann natürlich den Schlafbereich besonders effizient runterkühlen. Ja, 2 Klimaanlagen, eine für den Wohnbereich, eine für den Schlafbereich, und auch bedingt über die Batterien zu betreiben. Aber da gibt es ja diese entsprechenden Anweisungen beziehungsweise auch Schulungen für unsere Kunden, dass wir einfach da auch nochmal klar machen, dass diese großen, starken Lithium-Anlagen, die wir mittlerweile anbieten können, zwar punktuell auch für den Klimaanlagenbetrieb geeignet sind, aber im Hochsommer natürlich das Auto nicht 12 Stunden lang in die Sonne gestellt werden kann und runtergekühlt werden kann. Das geht nicht. Letztendlich ist es aber so, dass wir Gott sei Dank mittlerweile halt diese großen Leistungspakete halt hier auch verbauen. Ja, hier sieht man ein nettes Detail. Auch das klappt nach oben wie beim Reisebus. Das heißt, wenn es regnet, bist du trocken. Kannst du aber auch wunderbar einfach auflassen und hier deinen Grill runterstellen. Also für ein schnelles Setup, wenn du mal auf dem Stellplatz bist, wunderschön. Jetzt ist das hier ja kein Fahrzeug mit einer Pkw-Garage. Ganz viele wollen auch keine Pkw-Garage, weil das werden wir gleich mal sehen. Die Stehhöhe hier im Bettbereich, die ist so sensationell groß. Was hat denn das Auto für eine Gesamthöhe? Gesamthöhe 3,80 etwa, wie gesagt 10 Meter Länge, 10 Meter und 5 Zentimeter genau. Und sehr kompakt, also 10 Meter, da kriegst du fast immer einen Stellplatz. Ja, das ist ja diese magische Grenze, also man sagt ja 10 Meter, okay, das ist dann gut zu handeln, und da kriegt man auch einen Stellplatz, auch bei der Vorbuchung. Alles, was über 10 Meter ist, ist dann wie so eine Schallgrenze, die man dann halt überspringt. Ne? Abbiegerassistent, automatischer Spurhalteassistent, Notbremsassistent. Ich glaube, der kann sogar lenken automatisch. Das ist also hier kann man lange Reisen machen. Und das Spannende hierbei ist wirklich nochmal das Konzept mit dem Doppelboden. Also das haben ja alle Liner, aber das kann man jetzt gar nicht vergleichen mit den kleineren Fahrzeugen, also die zum Beispiel, ich sag mal, auf anderen Bauweisen gehen, wo Tanks unter dem Fahrzeug sind. Hier ist alles für alle Klimaverhältnisse da, und das sieht man sehr schön, alles wie hier der Gastank. Was jetzt nicht relevant ist, ist unterm Fahrzeug. Hier sieht man auch sehr schön den Kardan, der da ist. Also ganz ehrlich, tolles Fahrzeug. Der hat einen Unterbodenschutz noch extra bekommen? Ja, hat Unterbodenschutz als Zusatz und auch die Keramikversiegelung. Also auch von der Vorbereitung, die direkt am Werk angeboten wird, hat er alles dabei. Also Regenstreifen kannst du viel leichter entfernen. Die haften nicht gut an. Fahrzeug selber ist in Weiß. Das hat praktisch natürlich einige Vorteile. Es heizt sich dann nicht so auf.
dann sind alle Fahrzeuge in weiß. Der Kunde verlangt das genauso, wie sie ist, mit dem Design. Es ist schwer, einem Morelo-Kunden was anderes zu verkaufen. Die lieben das Design hier mit den schwarzen Bändern an den Fenstern. Ja, das ist ja das Schöne oder das ist auch letztendlich das Typische bei Morelo, dass die Silhouette und die Grafik, die der Wagen einfach von außen ausstrahlt, über alle Baureihen hinweg wiederzuerkennen ist und vor allen Dingen auch über viele, viele Jahre. Also einer der ganz wichtigen Gründe für die Preisstabilität der gebrauchten Morelos ist im Übrigen, dass der erste Morelo von vor knapp 12 Jahren von der Silhouette und von der Formgebung, auch von den Farben her eigentlich noch genauso ist wie heute. Und dadurch natürlich auch die Aktualität am Gebrauchtwagenmarkt immer noch gegeben ist. So ein bisschen Porsche 911, also behutsamer Modell. Anpassungen, die wird man immer haben, aber allein das Design hier ist ja von Morelo entwickelt worden, sieht aus wie ein echter Actros von vorne. Die Stufe hier jetzt mal von Lippert mit 3 Stufen, dem folgen nochmal 2. Du bist hier über allen Dingen, das heißt, du guckst immer aufs Meer, oder? Ja, es ist eine ganz tolle Bodenhöhe, die natürlich beim Fahren erstmal eine sehr gute Übersicht, aber auch vor allen Dingen beim Wohnen, wenn man jetzt an der Promenade, am Deich oder auf dem Stellplatz steht, vom Zaun oder so, ist es natürlich von oben immer sehr schön, auch dann in die Weite zu schauen. Ja. Magst mal reingehen? Ja. Dann Vorschlag, wenn du magst, wollen wir die Klappen vorher schließen, dann können wir gleich eine Probefahrt machen. Hast du Lust? Dann schaue ich mir das mal an. Aber wenn du mal ganz langsam jetzt mal runter gehst, dass wir einfach mal sehen, das sind 5 Schritte, das ist der Preis, 630.740 Euro. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Das gleiche Fahrzeug, wenn man es jetzt konfigurieren würde und in 2 Jahren bekäme, liegen wir schon bei, ich glaube, fast 800.000 Euro. Ja, also das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, hat aktuell einen Listenpreis, wenn er heute ausgeliefert gebaut würde, von etwa 670. Und wie das dann bei einer Neubestellung aussehen würde in 2 Jahren etwa, kann man nicht fest sagen. Es wird so ein Aufschlag genommen von etwa 10%, der veranschlagt, kalkuliert wird. Aber fest kann das ja im Moment keiner sagen. Die Preisentwicklung bei den Chassislieferanten, aber auch bei den Vorlieferanten sind ja in den letzten Jahren immer stark nach oben gegangen. Wie sich das jetzt in Zukunft genau darstellt, weiß man nicht, aber günstiger wird es auf jeden Fall nicht. Also ich habe jetzt gerade ja meinen Alkoven, dahin steht ja ein Alkoven, schöner bestellt, ja, da kamen dann plus 10%, wurden draufgehauen, das ist okay, weil die hatten auch 10% mehr Kosten, ich habe es ja auch akzeptiert, aber der Preis, der Listenpreis ist gerade mal um 10% um die Höhe geschnallt, also das ist aktuell so. Das ist aktuell so und wie gesagt in Zukunft ist, wissen wir nicht, das weiß keiner, aber man muss da auch einen Hersteller verstehen, der kann nicht einen Wagen jetzt anbieten und sagen, wir fertigen den in 24 Monaten zu dem Preis. Da gibt es keine feste Basis. Alles, was man da sagen würde, wäre halt spekulativ und deswegen auch diese Preisgleitklauseln bei Neubestellungen. Ich glaube, geht ab 6 Monate Fertigung, kann man das machen. Genau. Ja. So, Gastank machen wir mal zu. Dann haben wir das schon mal verriegelt. Darunter gibt es eine kleine Verriegelung. Dann die Klappen selber schließen satt. So. Liebe ich das. Das sind kleine Taster, die drückt man, dann kann man das öffnen. Boah, hast du gehört? Richtig plopp hat's gemacht. Sehr schön. Ich mag das Echtglas natürlich. Das heißt, auch wenn du mal Feindkontakt mit Sträuchern hast und Ästen, das bleibt leider nicht aus, dann hat man da keine Kratzer drin bei Echtglas. Gell? Das heißt, die ganze Seitenfront ist Echtglas. Ist Echtglas, genau. Also kratzfest und vor allen Dingen auch letztendlich auch von den schallschluckenden und wärmedämmenden Eigenschaften das Beste, was wir anbieten können. So, wir gehen. Ich würde dann gleich mal rote Nummern noch ranbauen lassen. Geht das? Können wir, ja, gerne. Ich gehe mal rein, mache eine kurze Anmoderation, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich bin mal gespannt, gehe mal kurz vor. Die wissen schon Bescheid mit roten Nummern? Ja. Sehr schön. Eingetragen, können wir gleich eine kleine Runde fahren. So, warte. Ups. Jetzt komme ich. Magst du mal ganz kurz die Preisliste noch mitnehmen?
dass wir den haben. Es riecht, wenn ich hier reinkomme, richtig nach Leder, wie so eine neue Rolf Benz Couch. Oder so eine, wow, das war das, was ich eben sagte. Das ist diese unglaublich starke Stehhöhe. Wir werden das aber gleich Schritt für Schritt durchgehen. Ich kann hier stehenden Fußes, gehe also jetzt ins Schlafzimmer rein, bin 1,83 Meter, stehe aufrecht im Schlafzimmer und habe ein Queensbett. Das ist natürlich das Bett, fühlt sich an wie zu Hause. Großes Bad, das werden wir auch mal durchgehen. Zwei Kleiderschränke. Boah, das ist, weißt du, das kriegt Morelo einfach hin. Weißt du, dieses nicht zu modern. Das Problem ist, du kannst es ja auch übermodern machen. Aber die Morelo-Kunden lieben es. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen. So eine Landhaus. Nee, das trifft es nicht. Eher so Sauna, österreichische Fünf-Sterne-Hotel. So ein bisschen. Ja, gerade in Kombination mit dem neuen hellen Holz ist das wirklich eine sehr edle, sehr zeitlose, vor allen Dingen auch Innenausstattung, die auch trotzdem top modern ist. Also es ist wirklich ja eine unaufdringliche Eleganz. Es ist ja, man kann fast schon sagen, auch über viele Jahre dann auch aktuell vom Design. Ne? Ja, das Queensbett hier, ich habe eben schon anmoderiert, bin reingegangen, bin 1,83, kann aufrecht stehen. Geh mal bitte rein, Matthias, und da siehst du den Riesenvorteil, wenn du kein Auto hast. Du musst nicht hochkrabbeln, du kannst aufrecht stehen. Du hast, wenn du was lesen möchtest dort hinten, kannst du dich hinsetzen und du kannst aufrecht einfach was lesen. Das ist natürlich dieses Raumgefühl im Schlafbereich. Ja, das ist einfach schön, wenn man im Schlafraum nicht so eine gedrungene und so eine tiefe Decke hat. Das ist ein Riesenvorteil. Nicht nur beim Ein- und Aussteigen, sondern auch beim Schlafen selber, weil man einfach dann viel mehr Luft auch über dem Kopf hat. So, magst du dich mal auf die Seite begeben, bitte? Dann knie ich mich mal gerade hin und du kannst wirklich, das ist das eigentlich Spannende, wir sind jetzt das Ehepaar, ja, sind wir nicht, aber wir tun mal so, das ist ein Queensbett mit einer Breite wie die Liegewiese im Palace, habe ich das Gefühl. Also du musst dich hier nicht, das ist Hotelfeeling, oder? Ja, also ist einmal vom Einstieg her natürlich optimal, man kommt rein, man kann drum zulaufen, jeder hat seinen eigenen Ausstieg, rechts, links, sehr komfortabel, auch mit vielleicht einem schmerzenden Knie oder mit einem schmerzenden Rücken ist es einfach unheimlich komfortabel. Die Matratzen sind einzeln gefedert mit Kopfteilverstellung. Dann diese Watergel-Matratzen, die also auch nochmal eine spezielle, so eine 5-Lagen-Schaumstofffederung haben. Also es ist wirklich vom Schlafkomfort, vom Ein- und Aussteigen, von der Kopffreiheit, von all diesen Dingen optimal gelöst und dann halt auch mit der Klimaanlage. Ja, ich habe es gerade gesehen, Doppelkolben, Inverter, Klimaanlage, die geht nicht an und aus. Ich habe ein großes Video über diese Klimaanlage gemacht, eine Sensation. Aber du brauchst bei der Fahrzeuglänge seriös zwei Klimaanlagen. Du kommst mit einer wirklich nicht hin. Das Geniale bei der ist es mal runtergekühlt, verbraucht die kaum noch Strom, weil das Auto so fett gedämmt ist, sorry für das Wort fett. Die außen dieses Sandwich ist noch mal viel dicker als bei den kleineren. Genau, also die Dicke der Platten, der Seiten, auch der Deckenplatten, auch der Bodenplatte ist noch mal, ich glaube, 15 mm stärker als bei den kleineren Baureihen. Und dadurch hat man natürlich eine sehr gute Geräuschisolierung, aber insbesondere auch Wärme und entsprechend Kälteisolierung. Du hast hier ungefähr 100 Meter von hier weg eine Autobahn, das ist natürlich der größte anzunehmende Unfall. Hörst du irgendwas hier drin? Nee, ist ganz ruhig. Es ist wirklich ruhig. Das machen natürlich nicht nur diese Glasbeplankungen und diese doppelt verglasten Fenster, sondern insbesondere natürlich auch die dicken Wände, die einfach ja sehr gut schlucken. Ne? Das dämmt natürlich auch die Wärme und die Kälte von außen massiv. Das heißt, du brauchst weniger Energie, um das Fahrzeug zu heizen. Eine 3030 Alde langt für das ganze Fahrzeug, weil es so gut gedämmt ist, korrekt? Ja, und die 3030 hat ja auch weitere Vorteile, bringt einfach viel mehr Wärme in die Warmwasseraufbereitung und so weiter. Das ist das modernste Produkt, was Alde dort anbietet und
ist spitze in Kombination mit der Webasto-Heizung, die wir ja auch noch haben. Magst du mal hier diesen Schrank bitte für mich öffnen, dass wir da mal reinschauen? Der ist unter dem 32 Zoll Fernseher. Da kannst du Strümpfe, Unterwäsche, also alles das, was du gerne reinmachen möchtest, drüber der Fernseher in genau dem richtigen Winkel. Also wenn mir jemals erzählt, der ist zu hoch, der hat noch nie liegend im Bett Fernsehen geschaut, der ist perfekt an der Stelle. Perfekt vom Winkel her und ja, auf die Betrachter hier zugerichtet. Du hast ein Alpine Soundsystem für den Fernseher, guck mal hier, hast du gesehen? Ja, mit den entsprechenden vier Boxen hier oben in den Baldachinen drin, ist also wirklich, wirklich sehr schön gelöst. Also diese Klimaanlage zum Mitschreiben, ihr habt ja zwei Möglichkeiten. Ihr könnt vorne die Klimaanlage laufen lassen, die ausmachen. Könnt hier die auslassen tagsüber, kurz bevor ihr schlafen geht, einfach einschalten, die Türen schließen. Dann ist dieser Raum in ungefähr 10 Minuten kühl und das spart natürlich richtig Strom. Dann kannst du, wenn es extrem warm ist, kann ja sein, du hast jetzt wirklich 40 Grad draußen, hast deinen schönen Stellplatz zum Beispiel in Sechsten, und da hast du ordentlich Strom und dann kannst du hier wirklich ein ganz angenehmes Klima machen, unter anderem für Haustiere. Also wenn jemand einen Hund dabei hat oder so, die stehen da nicht immer auf Wärme oder Hitze. Genau, ne, man hat das dann runtertemperiert und hat wirklich eine ganz, ja, ganz angenehme Wohntemperatur. Gerade dann, wenn man sich halt in, im Süden befindet und die Sommer heiß sind, da ist das natürlich klasse, wenn man sich dann dadurch auch ein Stück weit Erholung holt. Ne? Ja, toll finde ich hier nochmal eine Ablagemöglichkeit für alles, was ich so dabei habe. Die habe ich einmal an den Seiten. Dann habe ich hier die Matratzenqualität mit Tellerfedern und eine Heizung. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit. Damit alles trocken bleibt, keine Feuchtigkeit irgendwo drin ist, hast du nochmal eine Heizung, die sich wahrscheinlich separat regulieren lässt, hier im Schlafbereich? Genau, das lässt sich separat regulieren, einstellen von der Temperatur über ein Thermostat. Und kann man dann sich so einstellen, wie man es gerne haben möchte. So, wenn ich jetzt gar keine Lust mehr habe, habe mich gestritten mit meinem Partner, kommt bei uns ja nie vor, aber kann ich einfach mal die Tür zumachen oder ich will in Ruhe schlafen, bitte mach das mal. Da ist noch ein Felge und Wels. Diese Teppiche übrigens, die kann man kaufen bei dir. So, jetzt ist sie abgeschlossen. Da ist es mit drin. Ich höre schon, es könnte sein, dass die Schilder schon gleich drauf sind, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu gucken hier drin. Guck mal, die beiden Garderoben passend für Bademäntel. Das heißt, wenn du jetzt den Saunabesuch machst, hier kannst du die Bademäntel aufhängen. Und was ganz, ganz Tolles ist natürlich das Ablagerfach hier auf der rechten Seite. Da kannst du auch nochmal von... Also, er hat ja Geburtstag. Das lässt sich nicht vermeiden. Du hast heute Geburtstag, ja. Was du heute opferst, ist wirklich extrem. Hallo. Alles gut? Ja. So. Es ist ein tolles Auto. Wir sind es jetzt gerade mal am Begehen. Das machen wir heute schön. Ja. Und dann auch wieder weg. Matthias, schönen Tag noch. Ja, danke. Ja, wir haben mit ihm schon viele Videos gedreht. Einer deiner tollsten Techniker, die du hast. Du hast viele tolle Techniker, aber er ist wirklich ein absoluter Morello-Fan, kennt sich aus, kennt auch bei dem Auto jede Ritze, oder? Genau, ist Poppy, der Altgeselle, haben wir früher gesagt, ist auch wirklich ein Altgeselle mit vielen Jahren Erfahrung. Top-Monteur. Guck mal, indirekte Beleuchtung, die Baldachine, die Ausführung. Du kennst dich ja aus. Ich habe ja nicht ohne Grund anmoderiert, dass du bei Knaus mal sehr lange gearbeitet hast. Das finde ich sowieso genial. Die Ausführung ist wirklich toll. Ihr müsst hier viel nacharbeiten bei den Autos überhaupt? Naja, es gibt immer was nachzuarbeiten. Es gibt auch immer mal eine Reklamation oder auch mal etwas, was nachgearbeitet werden muss. Aber das ist, glaube ich, auch bei einem Haus auf Rädern, was so komplex ist mit so vielen verschiedenen Materialien, so vielen verschiedenen Lieferanten, Zulieferern, ist das auch ganz normal. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass also dieser Wagen, so wie er konstruiert ist, wie er gebaut ist, wie er gefertigt ist, mit absoluter Sicherheit, schon, man kann sagen, Speerspitze in dem Bereich ist. Also die
Wettbewerber bauen auch richtig tolle Autos und über Geschmack lässt sich natürlich auch immer streiten. Aber wenn man jetzt nur mal die technischen Daten nimmt, wenn man die Eckdaten nimmt, auch was jetzt den Preis angeht und entsprechend Chassis, Einbauten, Ausführung, dann ist das mit Sicherheit ja ein konkurrenzloses Produkt. So, ich brauche einen C-Führerschein, das bietet ihr an in 14 Tagen als Kompaktlehrgang. Und bitte keine Scheu, keine Angst, auch wenn man etwas älter ist. Das haben schon ganz andere gepackt, sagst du, oder? Ja, machen wir ganz oft. Also wir haben letztes Jahr mit Sicherheit 12 Kunden an die Fahrschule vermittelt. Und das ist eine richtig tolle Kooperation. Und es ist kein einziger durchgefallen. Die haben alle ihren Führerschein bekommen und fahren jetzt glücklich LKWs. Echtglasfenster, sind viel leiser, eine Festtanktoilette. Wie funktioniert das? Ja, die Tecma ist ein neues Produkt, was wir seit 2 Jahren etwa anbieten, kommt aus dem Bootsbau, ist absolut prozesssicher, wenn ich das mal in dem Bereich so ausdrücken darf, und spült. Was besonders ist, nach hinten hinweg zerhäckselt und pumpt weiter in den Fäkaltank in einer wirklich perfekten Art und Weise. Wir haben bis jetzt noch überhaupt keinen Ausfall gehabt. Bitte, ich habe es geschafft, die Tecma zu blockieren. Weißt du, wie ich es gemacht habe? Feuchttücher. Also nicht, nein, nicht die Babyfeuchttücher, sondern die zugelassenen Feuchttücher für die normale Toilette. So, man darf bei dieser Toilette nur Sachen reinmachen, die du ganz leicht mit der Hand zerreißen kannst. Das ist also ganz wichtig. Denn was ich so geil finde an der Toilette, die spült so gut. Das ist, sie ist leise, das kommt damit hinzu, und sie ist komplett aus Keramik. Die andere hat ja das schwarze Loch gehabt, kannst du dich auch daran erinnern. Und hier hast du wirklich einen tollen Spülvorgang. Aber bitte keine Feuchttücher, steht aber im Handbuch drin. Keine Q-Tips. Was ist noch? Keine Eheringe? Ja, klar. Also es ist so, dass dieser Häcksler natürlich gefaserte Materialien dann praktisch wie so ein Spinnennetz um den Rotor wickelt, und das macht keine Zahnkartoilette. Aber ich habe bei Morello angerufen, weißt du, was die gesagt haben? Essig reinschütten, 3 Stunden warten. Und also Essenz reinschütten haben wir auch gemacht, und dann ging es dann. Aber bitte macht's nicht mehr. Ich habe es danach auch nie wieder gemacht. Normales Toilettenpapier, kein Problem. So. Ja, genau. So, dann guck dir mal diese, das ist Mineralwerkstoff. Die Schränke, du kennst ja aus. Die haben ja eine eigene Fertigung, wir haben sie gefilmt. Gerade der Möbelbau, Ausziehdusche. Okay, guck mal hier, jetzt denkt man ja, jetzt sieht man da vielleicht irgendeine Leitung. Natürlich nicht. Da oben kommt sie raus. Was die Leute lieben, ist dieses warme Gefühl, wenn du einsteigst. Das Willkommen zu Hause. Also nicht dieses Overdesignte, sondern ich weiß nicht, gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne jemand weh zu tun. So dieses Design, was du 10, 20 Jahre benutzen kannst, weißt du? Zeitlos. Zeitlos, genau. Das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung, und ich hatte das ja eben schon gesagt, das ist eigentlich auch so ein Markenzeichen, ne? Dass die Morello-Fahrzeuge wirklich ganz aktuell sind, nach vielen Jahren noch, und das ist ja letztendlich auch das, was die Kunden wollen, dass sie also nicht einem kurzfristigen Design-Trend folgen, sondern dass sie einfach mit so einem Auto auch ausdrücken, dass sie langfristig und nachhaltig denken und handeln und jetzt nicht das haben wollen, was heute und morgen hip ist und in 2, 3 Jahren keiner mehr haben möchte. Guck mal hier unten die Natursteinoptik. Das sieht so täuschend. Ich glaube, es ist sogar so ein Dünnschicht Natur. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber cool finde ich hier dieses Sandstein. Schau mal, das sieht doch aus wie echt. Wenn du mal gerade so lieb bist, die Tür mal für mich öffnest. Du hast an nichts gespart in der Ausstattung. Das ist eine Echtglasdusche. Dann guck mal hier oben ein Extra, die Regendusche. Genau. Und das ist das, wenn du mal kurz loslässt, also lieb. Das ist der Sandstein. Guck mal, wie schön das gemacht ist. Ja, sind ja auch Naturmaterialien. So, dann
Ach, der Kleiderschrank, noch ein Kleiderschrank. Das heißt, hinten haben wir zwei Kleiderschränke. Dann haben wir hier noch einen großen Kleiderschrank. Verhängende Kleidung, gut 6 Tonnen Zuladung. Das heißt, hier darf sogar noch das eigene Bier sein. Kleiderschrank Nummer 4 ist hier. Die ist wahrscheinlich Serie, die Beleuchtung Empire. Kann das sein, Matthias? Die Serie. Die, die Innenbeleuchtung. Also vieles hat ja Empire schon Serie, was man bei anderen Modellen extra bestellen muss. Haushaltsgeräte, das ist wahrscheinlich eine Kombi-Mikrowelle. Genau, Backofen, Mikrowelle. Dann entsprechend hier oben auch nochmal Kleiderschrank drüber. Noch einer? Mhm. Okay. Gut. Hier könnte man hängende Kleidung reinmachen. 3 große Schubladen. Jetzt sind wir zwar im Küchenbereich, aber da kann man ja reinmachen, was man möchte. Ja, der Kühlschrank. Ich ahne Schlimmstes. Ein Siemens Haushaltskühlschrank mit einem Luftsystem, wie man das zu Hause kennt. Das heißt No Frost. Das ist wirklich wie zu Hause. Gut, ich habe ja die Energie. Du hast die Batterien gesehen, die Super Bs. 4x 340 Amperestunden. Dann, ich nehme an, dass auch die Ladebooster, die hier verbaut sind, dann auch während der Fahrt schnell die Batterien wieder aufladen, wenn sie verbraucht sein könnten. Autarkie ist das Thema. Genau. Also während der Fahrt werden über diese Ladebooster die Batterien optimal geladen und die Leistung, die vom Motor abgegeben wird, dann stabilisiert und optimiert an die Aufbaubatterien weitergegeben. So, schauen wir hier oben. Da ist ein Max-Fan drin, eine ganz tolle Erfindung. Ein vollautomatischer Lüfter kann programmiert werden über eine Fernbedienung und bei strömendem Regen kann man ihn auflassen. Genau, der ist abgedeckt und ist letztendlich dann über so eine elektrische Steuerung dann auch Temperatur geregelt. Ist was ganz Schönes, wenn man entlüften möchte, wenn man vielleicht auch Küchenschwaden abführen möchte, direkt über der Küche gelegen. Ist also ja, ein optimales Zubehörteil. So, die neuseeländische Spülmaschine. Eigentlich in kleinen Wohnungen und im Yachtbau zu Hause. Hier kann sie während der Fahrt betrieben werden. Eine Besonderheit, die ist zertifiziert zum Betrieb während der Fahrt. Genau, kommt aus Neuseeland, wird auch auf Yachten eingebaut und ist wirklich optimal für die Nutzung im Reisemobil. Ja, das Kochfeld, wer so viel Energie hat, kann auch elektrisch kochen. Der letzte Schrei, zwar nicht groß, aber mehr brauchen wir eigentlich nicht, oder? Induktionskochfeld von Siemens, also auch von Siemens und ist optimal zu nutzen, sehr schön zu dosieren, zu einzustellen und ja, über die Batterien dann auch. Es gibt hier keinen Topf mehr eingezeichnet, du kannst die komplette Fläche nutzen. Genau, Induktion wie man zu Hause eigentlich oftmals auch hat. Guck mal, Kaffee-Vollautomat. Alternativ, nee, stimmt gar nicht, eine Kapselmaschine, aber die sehr schick ist von DeLonghi mit dem großen Behälter, das heißt, die musst du nicht jeden Tag leeren. Ja, also es ist eine ganz tolle Kaffeemaschine, ist die etwas größere Ausführung auch hier mit Milchaufschäumer, also was richtig gut ist. So, und 2 Spülbecken. Der Sinn der Spülbecken, 2 Stück, hat sich bei mir erst erschlossen, als ich abgespült habe. Oder wenn du irgendwelche Flüssigkeiten wegschüttest, während du spülst vorne. Weil ich kann mir vorstellen, trotz der Spülmaschine hast du doch größere Sachen wie Pfannen und so, die spülst du noch von Hand. Gerade so, weißt du, so extrem fettige Sachen. Und dann kannst du hinten die Gläser, die noch da sind, obwohl du ja vorne das Wasser drin hast, einfach weggießen. Die Frage an dich, wie benutzt du das hintere Feld? Ja, also auch zum Abstellen von entweder von abtropfenden Sachen oder auch für zum Gemüseputzen oder wie auch immer. Man kann es multifunktional nutzen. Der Wagen ist jetzt verfügbar, sofort? Ja, in absehbarer, naher Zukunft, ein Monat etwa haben wir Vorlaufzeit.
in der Werkstatt, was die Auslieferungsfahrzeuge angeht, zurzeit. Und ja, aber schon eben gedreht, 2 bis 3 Wochen hat er schon vor sich gesagt. Er hat gesagt, Fahrzeuge, die ehemals in der Vermietung waren, die gehen schneller. Der hier ist aber nagelneu, er riecht neu. Sind die Gläser dabei? Kann man darüber verhandeln? Ja, die sind dabei, natürlich. Sind dabei. Das ist die Originalkollektion von ihr? Genau, das ist unsere Kollektion, die wir anfertigen lassen in Kunststoff. Ist das Kunststoff? Das ist Kunststoff, ja. Ist das geil. Echt? Ja. Das sieht aus wie Glas. Ja, ist Kunststoff. Cool. So, jetzt habe ich eine kleine Bitte. Da sind noch 2 Apotheker, die wollen wir nicht unterschlagen. Wenn du mal so liebes Thema öffnest, sonst kriege ich das sofort in den Kommentaren. Da kriegst du die großen Öl, Wein, alles was stehend ist rein. Boah, sind die riesig. Und hier hast du noch jede Menge vom Mülleimer bis zum Staufach für Besteck und so weiter. Das ist schon diese angewinkelte Küche, darauf können wir gleich mal kommen. Die eröffnet den Raum etwas in einem leichten Winkel. Und dadurch hat man mehr Platz. So, und das ist die Sitzbank. Das Polster, sehr stilvoll. Der Wohnraumteppich, ich habe jetzt zum ersten Mal einen Wohnraumteppich mitbestellt. Ich will es nicht mehr missen. Es ist so geil mit so einem Wohnraumteppich. Darf ich mal sehen, was drunter ist? Dass man mal sieht, wenn man den mal wegmachen würde. Da ist ein grauer Holzboden drin. Und also allein der Wohnraumteppich, das ist schon fast Frevel, ihn nicht mitzubestellen, weil man kann ihn für so viele Sachen verwenden, als Schnittmuster, für neue Teppiche, ich glaube, der kostet auch schon fast 1000 Euro, oder? Ja, und vor allen Dingen, er ist genau eingepasst auf die Möbel, es ist also wirklich kein Millimeter Luft dazwischen, es ist wunderschön. Ja, auch mit nackten Füßen drüber zu laufen oder im Winter halt dann diese entsprechende, sagen wir mal, Grundwärme auch zu speichern, die ja über die Fußbodenheizung unten drunter erzeugt wird. Das ist schon ein absolutes Komfortmerkmal auch. Ne? Boah, ist das schön. Also ich muss immer wieder sagen, man hat immer wieder Ehrfurcht vor den tollen Fahrzeugen von Morello. Hier sieht man 999,9. Also das Ding ist randvoll, der Batteriecomputer, Solarfernanzeige, gut, wenn er so voll ist, dann lädt er auch nichts mehr rein, oder? Ja, ist voll und ja, macht einfach Spaß, dass wir ja mittlerweile wirklich sagen können, die Autos sind echt, echt autark und sind ohne externen Stromanschluss zu nutzen. Guck mal, der hat in der Zeit 3600, das heißt, du hättest ihn gar nicht anschließen müssen, oder, an Strom? Nein. Gut, vielleicht im Winter. Da oben, das ist das Bedienfeld für den Strom. Und jetzt auf Knopfdruck, jetzt hast du auch ohne Außenstrom 230 Volt. Genau, solange die grüne Leuchte leuchtet, ist es auf einen kurzzeitigen Betrieb, also zum Kaffee kochen oder zum Kurzföhnen gedacht. Und wenn man dann dauerhaft aktivieren möchte, geht man hier etwas länger drauf und dann sagt er dir auch schon Dauerbetrieb, sodass du dann dauerhaft 220 Volt anliegen hast. Ja, spannend ist das neue Bedienpanel von der 3030. Das ist so flach geworden, man kann es kaum erkennen. Aber ich habe schon eins bekommen, das wird noch nachgerüstet. Das kommt noch rein, nehme ich an. Oder? Genau. Ja. Das ist die neue, das ist hier noch nicht verbaut, liegt noch im Lager, dann beim Auslieferungscheck wird das eingesetzt und kalibriert und dann geht's los. So, automatische Sattanlage, dann hast du die Füllstände, ich habe gesehen Supersense beim Frischwassertank. Genau, Supersense beim Frischwassertank, die Umwälzung oder Umpumpung des Abwassers in den Fäkaltank, Aktivierung, Pumpe, Aktivierung, Multimediasystem. Heizung vom Eisex, von der Gastank für den Winterbetrieb und dann hier entsprechend die Anzeigen für die Tanks, Gastank. Da hat er noch Gasflaschen drin? Nein. Keine Gasflaschen, nee. Das braucht man auch. Brauchen wir nicht. So, du magst mal bitte den Multimedia-Modus aktivieren, denn wir werden euch mal zeigen, das ist jetzt hier mein Lieblingsplatz und bei 2,50 Meter. Klar, ein Slide-Out würde jetzt das Fahrzeug nochmal verbreitern. Aber diese 10 cm mehr, lieber Matthias, und die Höhe, die du hier hast, die geben dem Fahrzeug ein ganz anderes Raumgefühl, oder?
Genau, ein ganz anderes Raumgefühl, eine unheimliche Weite. Das ist ja bei Morello ja grundsätzlich auch so, dass die Fahrersitze sehr weit auseinandergezogen ist. Dadurch bekommt man einfach auch einen guten Durchgang hin, ein gutes Raumgefühl, eine Großzügigkeit auch. Und hier ist es halt so, dass man gerade beim Fernsehgucken für zwei Personen sowieso, aber auch für mehrere Personen wirklich komfortable Sitzplätze auch hat. Ne? Das ist wirklich, wirklich sehr großzügig und super, super gemacht. Und durch diese gegenüberliegende Sitzbank hat man auch halt die Möglichkeit, da mit vielen Leuten hier in der Runde zu sitzen. Magst du dich mal hinsetzen auf dem Beifahrersitz, bitte? Dass man mal die Weite sieht. Und ja, jetzt muss ich schon fast, ich meine, wir sind immer noch in der Sitzgruppe drin. Ich warte mal, wegen den Lichtverhältnissen, geh mal ein Stück zurück. Und jetzt sieht man mal dieses Raumgefühl hier drin. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären gerade an einem typischen Platz in Portugal oder Spanien. Bitte vorher reservieren mit so einem Auto, denn ich habe gehört, die Plätze sind relativ voll, aber wer nie reserviert, kriegt auch nie einen Platz. So einfach ist es. Seid früh genug dran. Und dann hast du dieses Cockpit. Das ist ja eins der wenigen Cockpits, die Morello nicht selber baut, sondern das Original-Cockpit übernimmt. Und die Anpassung ist doch wirklich so, als hätte Mercedes-Benz dieses Fahrzeug selber gebaut, oder? Ja, also ich möchte eigentlich behaupten, dass das auch ein wichtiger Grund für den Erfolg dieses Actros mit Morello-Aufbau ist, dass Morello es geschafft hat, das Original Mercedes-Benz Armaturenbrett, was ja von Haus aus unfassbar elegant und hochwertig ist, so zu integrieren, dass man also eigentlich überhaupt keinen Ansatz sieht. Das heißt also, das Armaturenbrett von Mercedes geht 1:1 über in die Bauteile, die Morello fertigt. Das sind die gleichen Materialien. Das passt farblich wunderbar und man fühlt sich eigentlich wie in eins. Also in vielen integrierten Reisemobilen ist es halt so, dass man schon ganz genau sieht, ja, was ist denn jetzt hier Morello-Aufbau oder was ist Concorde oder Phoenix-Aufbau und was ist der Fahrwerkshersteller. Und bei diesem Wagen ist es so, man kommt rein und man denkt... Guck mal hier, der Übergang, das siehst du hier, das Weiße und das Weiße daneben. Normal hast du immer einen Farbunterschied. Aber hier, muss ich ehrlich sagen, ich kann es nicht erkennen. Kannst du es erkennen? Nein, kann ich nicht. Und letztendlich ist das halt auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass diese Autos, man kommt rein und denkt, na, das ist eigentlich alles aus einem Guss. Ne? So, und du hast einen C-Führerschein. Wir dürfen dieses Fahrzeug mal bewegen. Wir haben Luxus-Schwingsitze mit eingebaut. Bitte die genaue Aufpreisliste erfragen. Dazu sind ein paar Vorbereitungen zu treffen. Wir zeigen das mal gerade. Der Matthias räumt mal alle Deko-Sachen weg, die sich bewegen könnten. Eine Einweisung bekommt man natürlich auch. Ich schätze mal, bei so einem großen Fahrzeug ist man schon einen Tag dran, oder, Matthias? Ja. Wenn es langt. So, aber solange, es gibt ja auch Leute, die kennen sich gut aus, die hatten schon mal Fahrzeuge, da geht es vielleicht auch schneller. Aber das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ihr habt ein besonderes System. Ihr habt eine hohe Termintreue. Das ist, ich habe heute Morgen einen Mitarbeiter von dir interviewt, den Leo, den haben wir nochmal auf Kanban angesprochen, hat gemeint, es war ein harter Ritt für Mitarbeiter und Kunden, aber jetzt muss man sagen, habt ihr umgestellt auf ein System, bei dem die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zählt und jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat, wann welcher Kunde kommt, ruft ein Kunde an, beschwert sich, muss er das nicht dreimal machen, es wird eingetragen, wenn er fragt, wann ist mein Auto fertig, seht, jeder Mitarbeiter sieht das in der Datenbank. Ja, erstmal das und dann halt über diese Kanban-Boards. Also es ist schon so, dass wir hier oder da nochmal nachjustieren müssen, aber wir haben in den letzten 3,5 Jahren extrem viel investiert, gerade in der Boomphase, in die internen Prozesse. Es ist noch nicht alles optimal, aber wir sind heute mit Sicherheit viel, viel termintreuer und auch was die Auslieferungsqualität und Treue angeht, besser als das noch vor 2,5, 3 Jahren gewesen ist. Und ja, da entwickeln wir tagtäglich weiter und ja, versuchen halt immer besser zu werden. So, was war das für ein Feeling? Wer hat das Fahrzeug eigentlich überführt? Von ihr selber schon zu euch? Genau, vom Kanban-Salon? Ja. Du selber? Nee, Mitarbeiter. Mitarbeiter hat es überführt. Und das ist die Sitzgruppe.
So, der Matthias macht gerade einen kleinen Check, prüft, ob alle Klappen geschlossen sind und verriegelt sind. Und am Anfang bitte, es ist unmöglich, alle Klappen immer zu schließen. Also mir ist das nie gelungen. Es klappt immer besser, aber es kann immer mal passieren, dass man eine mal vergisst, oder? Ja, das kann passieren, aber letztendlich sind diese Pushlock, auch wenn sie schon seit 25 Jahren eingebaut sind, sind eigentlich immer noch die sichersten Verschließungen, weil du einmal eine sehr starke Zuglast hast, die dort letztendlich dann verhindert, dass die Klappen während der Fahrt oder die Schubladen während der Fahrt aufgehen, und man sieht mit einem Blick, ist es zu oder ist es halt nicht zu, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Warte, bitte noch nicht einschalten. Wir haben ein M-Book-System wie bei den PKWs verbaut. Was ist denn zu tun, um das Fahrzeug zu starten? Du hast dich angeschnallt, du hast Multifunktionslenkrad, was machst du? Engine drücken. Das war's. Das war's, genau. Wie kannst du das Lenkrad verstellen? Da ist unten. Achso, du kannst das ist eigentlich ein LKW drunter, oder? Genau, es ist ein Actros LKW-Chassis, wie schon erwähnt, 18 Tonnen. Und halt mit den entsprechenden Assistenzsystemen. Das ist schon wirklich, im Moment das Chassis, was am besten, wow, am besten für den Aufbau eines voll digitales Display vorne, Tesla Look fast, und dann hast du hier das MBOX. Du hast eine Volllauffederung hier drin. Volllauffederung und wie gesagt alle Assistenzsysteme. Ne? Ist die Vollluft ab Werk, die original Mercedes-Benz? Genau. Okay. Also dann hast du die Rundumkamera. Die dauert einen kurzen Moment für die Aktivierung. Kommt gleich. Dann ein großes Navigationssystem für LKWs. Weiß der auch, dass du 100 darfst ja gar nicht fahren, darfst 87 fahren. Das heißt, der kennt die Höhen und alles drum und dran, das Navi. Genau. Der kennt die Höhen, die werden eingestellt, die Länge. Entsprechend daraufhin natürlich dann auch die Wege, die Durchfahrtswege. Wir haben übrigens einige Fahrzeuge auch schon abgelastet, weil diese Zuladung von 6 Tonnen natürlich von kaum einem Kunden ausgenutzt wird und von daher mit 15 Tonnen gut klarkommt. So, das heißt, spare ich da was? Spare ich da zum Beispiel die Versicherung, oder? Nein, das nicht, aber es gibt halt in einigen Wohngebieten Durchfahrtsbeschränkungen, die auf 15 Tonnen gelten, und deswegen haben wir einige Fahrzeuge abgelastet, um den Kunden entsprechend dann diese Durchfahrt auch zu ermöglichen. Okay, du meinst also, mit 5 Tonnen kommt man auch klar? Ja. Lacht, sehr schön. So, was ist denn zu tun? Ich setze mich mal hin. Du hast zwei große Spiegel. Dann hast du diese genialen Luftschwingsitze. Die sind aber im LKW-Bereich eigentlich schon fast Pflicht, oder? Ja, die sind fast Pflicht, und die sind mittlerweile so gut und so fein einzujustieren, dass man also von der Intensität des Federns, aber auch von der Höhe her, da wirklich sich optimal auch einstellen kann. So, dann ist die Parkbremse zu lösen. Die ist hier vorne drin. Der hat jetzt einen eingebauten Retarder oder eine Motorbremse? Der hat eine Motorbremse, genau. So, die ist aber so effektiv, wir haben ja Hubraum hier. Das heißt, das ist ja kein schwachbrüstiger Motor. Die 10 Meter fahren sich eigentlich wie ein Palace, oder? Ein 7,5 Tonner. Total einfach, also sehr schön von der Übersicht her. Man hat eine tolle Sitzposition, und kombiniert mit den Assistenzsystemen und mit den Komforteigenschaften, die dieses Actros-Chassis mit sich bringt, ist das schon das schönste Fahren in der Klasse. Das ist ein Sechszylinder, gell? Sechszylinder, genau, 10,9 Liter Hubraum. Der Sound ist so, den kann man gar nicht beschreiben. Das ist so richtig, ist das so ein Männerding? Oder viele Frauen fahren ja mittlerweile LKW? Unheimlich viele Frauen. Also wir haben in der Kundschaft mit Sicherheit 75% der Paare, die sich so ein Auto holen, wo auch die Frau fahren darf, möchte und auch tut. So, und das ist jetzt das Feeling, was man hat. Ich fahre ja jetzt demnächst zwei Alkoven-Modelle. Da bist du ja vergleichsweise wie hier. Hier bist du über allem auf der Straße.
die Alkoholmodelle, da bist du tief am Boden. Was ist das für ein Feeling, wenn man in Urlaub fährt und du guckst hier von oben durch die Panoramascheibe beim voll integrierten Fahrzeug auf die Natur? Ja, traumhaft, klar. Das ist von der Sitzposition, auch von den Blickwinkeln und letztendlich auch von der Übersicht wirklich, wirklich traumhaft. Sie haben, das ist jetzt der Abbieger. Ja, der Abbiegerassistent, der praktisch genau misst, was sich hier in dem in Anführungsstrichen toten Winkel befindet. Gerade für Fahrradfahrer oder für Hindernisse, die sich dort befinden, ist das nochmal ja, ein tolles Zubehör, was einfach genau anzeigt, was sich im Gefahrenbereich befindet. So, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, dass wir an so einem schönen Wetter heute am 26. Mai, du bist kein Stier mehr, oder? Zwilling. Ja. Ich bin ja Stier, 7. Mai. Aber hier siehst du zum Beispiel so ein Schild, LKW-Durchfahrtsverbot. Gilt das auch für Wohnmobile? Ja, oder? Ja, wir haben ja ein sogenanntes Sonder-Kfz und trotzdem ist es so, dass wir über 7,5 Tonnen sind und natürlich die LKW-Durchfahrtsverbote, aber insbesondere auch Überholverbote einhalten sollten. Man zahlt in Deutschland keine Maut, oder? In Deutschland nicht, nein. So, jetzt fährt man hier schön. Boah, hörst du das Summen vom Turbo? Ja, es ist unheimlich druckvoll, was die Beschleunigung angeht, auch was die letztendlich Laufruhe angeht. Wir haben ja, was die Drehzahl angeht, ganz geringe Drehzahlen auch nur. Macht natürlich das. Ich schätze mal so 1000. 1100. So, jetzt kam Warnton, was passiert? Das war der, ja, der Spurassistent, der einfach, wenn man jetzt hier auf den Streifen kommt, dann sofort anschlägt und warnt. Übrigens auch in der Lenkung leicht eingreift. Also er greift ein, er wart sogar noch auf der richtigen Seite. Das heißt, als ich nach rechts von der Spur abkam, kommt das Geräusch von der rechten Seite. Ja, genau, die Boxen sind richtig angeschlossen. Also Rechtswarnung, Linkswarnung. So, hier Original USB-C. Das ist ja das Original Chassis und hier kommen 24 Volt raus. Die Bordelektronik innen drin vom Morello sind 12 Volt. Ja, sind 12 Volt, also der gesamte Aufbau, alles was sich dort auch an Einbauten und an Geräten befindet, ist alles auf 12 Volt. So, hier sind wir heute. Ist der 26. Mai 2023. Dieses Fahrzeug hier, was mal mindestens 2 bis 2,5 Jahre Lieferzeit hat, wenn man es neu bestellen würde, was, wie wir erfahren haben, nicht nur jedes Zehnte ist, sondern jedes Zehnte ist ja ein großes Fahrzeug, sondern der Actros mit großen Schwierigkeiten in der Beschaffung der Fahrgestelle, hat mir Robert Crispens erzählt, immer noch kaum lieferbar, gab da eine Zuteilung. Du hast einen und du gibst ihn sogar zum Preis von 22 her, korrekt? Ja, wir haben den Wagen jetzt, wie gesagt, ein gutes halbes Jahr stehen hier und haben ihn bis jetzt gesperrt gehabt. Der war gesperrt, das war nicht so, dass, also es gab ja schon Anfragen auf dem Wagen, aber der ist wirklich noch zu haben. Genau, er ist noch zu haben. Bisher haben wir ihn halt nicht aktiv verkaufen wollen und jetzt ist der nächste im Vorlauf. In absehbarer Zeit bekommen wir ein neues Modell in die Ausstellung und daher haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, den Wagen abzugeben. Er ist sehr leise. Also wir sind ja gerade eben auf der Autobahn gefahren mit 87 Tacho. Ich bin mal vorsichtig. So schnell wie alle anderen LKWs. Kommen wir uns darauf einigen? Ja, genau. Genau, so ist das ja. Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die LKWs alle 87 fahren in Deutschland. Du darfst, glaube ich, im Ausland, je nach Ausland, sogar noch schneller fahren. In Frankreich, glaube ich, 100. Was da ist, wenn du als Wohnmobil bist. In Frankreich gilt übrigens auch kein Überholverbot für LKWs, für Wohnmobile. Das ist die Besonderheit, was in Deutschland gefordert wurde, ist da schon umgesetzt. Und jetzt fahren wir Richtung
Ja, Richtung Gewerbegebiet wieder durch den Kreisel hier durch. Ist also auch sehr schön, wie der Akthaus selbst im Kreisel schon mit eingreift in die Lenkung. Also es ist wirklich so, dass hier schon das autonome Fahren eigentlich fast umgesetzt ist, nur noch nicht freigeschaltet. Die ganzen Assistenzsysteme, die ganzen, sagen wir mal, elektronischen Helfer sind schon darauf eingerichtet und vorbereitet. Und es ist eigentlich schon ein Auto, was von der Technik her in die nächste Generation gehört. Was krass ist, ist natürlich dieses Reisebus-Feeling durch die Vollluftfeder plus die Luftschwingsitze. Das ist wie auf Wolken, oder? Ja, sehr leise, sehr, sehr ruhig und von der Federung, wie gesagt, auch von der Intensität her zu regulieren, sodass man dann also, ja, so wie man es haben möchte, sich auch den Komfort einstellt. Wir sind bei Ferge und Wels in Bissendorf, Nähe Osnabrück, und testen gerade mal im Live-Betrieb den Morillo Empireliner Actros mit einer Gesamtlänge von wenigen Zentimetern über 10 Meter. Sehr handlich, sagst du. Wenn man sich das nicht selbst zutraut, die eigene Probefahrt zu machen, könntest du auch mal mitfahren mit dem Kunden oder einem Kollegen, der einen LKW-Führerschein hat? Ja, das machen wir sowieso. Also die Probefahrt gehört für uns eigentlich zum Verkaufsprozess auch dazu. Das ist mir ganz wichtig, ist uns ganz wichtig, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben, vor dem Kauf auch so ein Auto testen zu können, um einfach ja, 1:1 auch zu sehen, wie kommt man damit zurecht, wie fühlt man sich, was möchte man vielleicht noch geändert haben oder angepasst haben. Und von daher ist das für uns eigentlich Usus, dass wir auch eine Probefahrt machen. So, 1 Stunde und 6 Minuten, das hat sich gelohnt, denn ein Fahrzeug für 630.000 Euro kann man nicht erklären in 2 Minuten. Und selbst wenn man herkommt, der Verkäufer, wenn man gar keine Ahnung hat, ja, nehmt mal bitte einen halben Tag Zeit mit. Denn es gibt so viele Sachen zu erkunden, die wir beide schon kennen, weil wir seit Jahren uns mit Wohnmobilen beschäftigen. Aber ihr habt viele Neuanfänger, die als allererstes Fahrzeug diesen Actros kriegen. Das ist kein Witz, ja. Also es sind wirklich Leute, die sagen, ich gönne mir diesen Lebenstraum. Ich liebe Mercedes-Benz und will den Actros haben, oder? Ja, das stimmt. Wir haben also viele Neueinkömmlinge, sage ich mal so, in der Branche, in diesem wirklich wunderschönen Reisen, die auch sofort sich einen Actros bestellen, die einfach einen Lebenstraum dort verwirklichen, die hart gearbeitet haben und die einfach sagen, sie möchten jetzt wirklich was Besonderes machen in den nächsten Jahren und sich was gönnen. Und frei sein und trotzdem komfortabel unterwegs sein. Und genau die Kunden, genau diese Käufer, die sind oft dann halt auch in der Auswahl am Ende dann bei einem Actros-Modell, weil es einfach, ja, sagen wir mal, für die ganz große Reise dann entsprechend auch das stabilste und hochwertigste Chassis ist. So, du fährst viel mit Spiegeln, du parkst mal gerade rückwärts ein. Das ist für jemand, der das noch nie gemacht hat, bestimmt sehr aufregend. Du hast mindestens schon Tausende eingeparkt selber. Und, nicht ganz, du fährst nur zur Seite. Okay, damit wir für die Abmoderation. Es ist so, dieses Fahrzeug hier ist noch lange nicht die oberste Speerspitze, aber es ist schon nah dran. Denn das Fahrzeug gibt es natürlich noch länger mit PKW-Garage und. Aber ihr habt doch ganz, ganz viele Kunden. Wir haben eben gesehen, das Eikhoven-Modell, was da war, unter anderem, oder hier der Loft oder der Home, die kommen alle von der DNA mit einer Original Morillo, mit einem Original Morillo-Stempel. Und der hier, das ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Also ich bin wirklich beeindruckt. So ein Actros 10 Meter und denk dran, keine 11,50 Meter, nur 10 Meter. Und jetzt werden Leute sagen, naja, ob 10 oder 11 Meter, da
das ist, jeder Meter zählt. Also je kürzer du bist, desto mehr Stellplätze kannst du anfahren. Ja, das ist ganz klar. Also das ist auch beim Buchen der Stellplätze, was ich vorhin schon gesagt habe, ganz klar immer die Grenze, wie groß ist Ihr Auto. 10 Meter, okay, das funktioniert. Aber die ganz Großen, die haben dann meistens XXL-Plätze oder halt spezielle größere. Das ist schon so, dass dieser Wagen halt dadurch, dass er doch relativ kompakt ist, in Anführungsstrichen, das ist natürlich immer noch ein großes Reisemobil, klar, aber trotzdem dann entsprechend auch eher einen Stellplatz bekommt als die ganz, ganz großen. Ne? So, ich schenke mir mal so Sachen wie elektrische Seitenfenster, die sind natürlich wahrscheinlich auch optional, aber ich glaube sogar Serie im Empire, bin mir nicht ganz sicher. Also sind einige Sachen drin. Sind serienmäßig. So, wenn ich ihn haben möchte, lohnt es, also es sich auf jeden Fall, man muss herkommen, also ich denke, alles andere, man kann ihn auch so kaufen, kein Problem, also Kaufvertrag kannst du zuschicken, Kontonummer wird angegeben, kein Problem, aber sowas muss man live erleben. Wie sind bei euch die Öffnungszeiten? Wie seid ihr da normalerweise? Ja, wir sind samstags bis 14 Uhr da, morgens von 8 bis 14 und in der Woche von 8 bis 18 Uhr. Letztendlich würde ich aber empfehlen, eine E-Mail zu schreiben an uns oder an mich auch persönlich und dann nehmen wir das Verkaufsteam mit rein, dann schauen wir, dass wir einen Termin haben, wo wir wirklich Zeit haben, vielleicht auch einen Techniker dabei zu nehmen, der dann ja nochmal Fragen beantwortet, die vielleicht aufkommen und ja, und dann, wie gesagt, am besten herkommen, kennenlernen, beschnuppern und dann eventuell ein Gebrauchtes in Zahlung geben und ja. Ja, so viele haben nämlich keinen 10 Meter Actros auf Lager. Du hast zu dir gesagt, und deswegen ist der auch hier ein halbes Jahr gestanden. Was man nicht zeigen kann, kann man auch nicht verkaufen. Und die Praxis hat es auch belehrt. Du hast einige verkauft hier mit dem Auto. Trotzdem, Zustand ist natürlich neu. Was stand jetzt auf der Uhr? Hast du mal geschaut, was er gelaufen hatte? Ich glaube 1250 Kilometer. 1250 Kilometer, also noch nicht mal, beziehungsweise gerade mal eingefahren. Also der, sag mal, wie, ich habe eine Frage, die Inspektionen sind schon ein bisschen öfter und ein bisschen teurer, muss man, oder? Beim Actros im Vergleich zum Eurocargo. Der hat nach 1000 Kilometern eine Inspektion, die machen wir natürlich jetzt, klar, zur Auslieferung. Das ist logisch und die ganzen Aufbauinspektionen natürlich auch, was jetzt die Dichtigkeit, aber vor allen Dingen auch die ganze andere Technik angeht. Die Inspektionen selber vom Mercedes sind etwas teurer als beim Iveco, aber man hat natürlich auch ein völlig anderes Chassis, Luftdruckbremse und auch vom Motor her, von der ganzen Laufkultur, von der Laufruhe ist das ja eigentlich ein Busfeeling. Es ist wirklich ist eine andere Klasse. Ja, vielen Dank. Matthias Welz, heute an deinem Geburtstag, dass du die Zeit gefunden hast, das Video mit mir zu drehen. Ja, ich war ein bisschen booked out, wir haben den Termin dazwischen geschoben und dann hast du gesagt, da habe ich Geburtstag. Ah, es macht mir nichts, ich bin eh da, ich habe für meine Mitarbeiter gekocht, hast du gesagt. Es gab heute unter anderem Pulled Pork und es gab eine Wurst, so eine Art Mettwurst gegrillt, oder was ist das? Ja, so eine Kartoffelwurst ist das. Ja, total lecker. Ja. So, vielen Dank. Also wenn Sie Lust haben, heute ist der 26. Mai 2023. Dieses Fahrzeug ist jetzt verfügbar. Und warum wir da so ein Behai drum machen, ist eigentlich, dass es dieses Fahrzeug in der Form, mit der Laufleistung, mit dem sehr, sehr, sehr selten gibt. Du bist mein Zeuge. Also sowas frei verfügbar. Die meisten sind nämlich konfiguriert und bereits schon lange vorher vergeben. Und der wird jetzt abverkauft, korrekt? Genau, der wird so abverkauft. Dankeschön. Tschüss, Matthias. Tschüss. Happy Birthday. Tschüss. Danke.